So, dann fangen wir mal an, das Paket auszupacken. Was noch interessant ist, der Finnenkasten, der aufgeklebte, damit der sich nicht verformt, hat eine Schutzschiene drin. Das heißt, die entnehmt ihr, bevor ihr nachher die Finne einsetzt. Die Finne hat eine einfache Steckverbindung, die verhindert, dass die während des Paddelns verloren gehen kann. Wird eingesetzt und arretiert. Also wie gesagt, das Teil vor Gebrauch einfach entnehmen. Während des Transports kann man es wieder drin lassen. Wenn es dann gefaltet wird, schützt es den Kasten. So, und dann haben wir noch ein Detail, das sind die sogenannten Schutzkappen hier hinten. Die könnt ihr einfach auch nach dem ersten Mal entfernen. Die müssen also auch nicht mehr verwendet werden. So, zum Bepumpen Schutzkappe entfernen, auf den gelben Pin leicht aufdrücken, 45 Grad drehen, Pin kommt nach oben, Bajonett aufsetzen und bepumpen. Beim AirTrek 465 habt ihr bereits eine Einwege-Hochdruckpumpe dabei mit 20 PSI-Anzeige. Das Boot ist jetzt neu mit 10 PSI, war letztes Jahr 8 PSI. Ich empfehle euch trotz alledem unsere Kajaka Zwei-Wege-Pumpe. Das ist im einfachen Grunde, zwei Wege ist doppelt so schnell wie ein Weg. Und wie schnell das in Echtzeit ist, zeige ich euch jetzt hier mal. Also vor Hub und Schub gehen 2 Liter ins Boot. Die Anzeige ist 8 PSI, aber ehrlich gesagt, da kommt es auf den Schnaps nicht an. Da würde ich einfach auf Geschwindigkeit und Effektivität setzen. Also wie gesagt, klare Kaufempfehlung. Kajaka HDD8 Pumpe im Zubehör erhältlich. Neu beim AirTrek 465 das neue Windschild. Kann man, wenn das Boot bepumpt ist, zweimal in die Lasche packen, arretiert. Sinn und Zweck des Windschilds ist, wenn Spritzwasser hier vorne durch eine Welle aufkommt, sitzt ihr ein bisschen geschützt, habt mehr Fußfreiheit, das ist es auch schon, nichts Wildes, aber trotzdem ein schönes neues Gimmick. Das AirTrek kommt mit 2 Highback-Sitzen, das heißt mit sehr hoher Sitzanlage. Statt Plastikschnallen verwenden wir Metallclips und statt nur 2 Punkt haben wir eine 4-Punkt-Aufhängung. Die 4-Punkt-Aufhängung ermöglicht euch eins, ihr könnt den Sitz super individuell einstellen. Das heißt, auch die Lehne kann man aufrecht stellen oder je nach Typ lässt sich verstellen und der Sitz bietet einen super Seitenhalt. Was ich euch empfehlen kann, optional, kostet nicht viel, bringt aber sehr viel, sind die Sitzkissen. Das heißt, ihr habt dann nochmal die Möglichkeit, euch 6 cm zu erhöhen. Man kommt also direkt vom Boden ein bisschen weg und das bringt auch sehr, sehr viel. Also auf jeden Fall ein Zubehörteil, was zu empfehlen ist.
So, dazu kommen dann noch die Fußstützen, die sind standardmäßig dabei. Das heißt, ihr habt also auch hier die Möglichkeit, bequem zu sitzen, euch nach vorne abzustützen. Wir haben einfach eingeschlaucht und mit dieser Schnalle hier befestigt. So. Und somit habt ihr einen Halt nach vorne. So, und wären wir jetzt nicht der Kajaker, würde uns nicht immer was Neues einfallen. Und optional bieten wir jetzt zur Standardfußstütze noch eine weitere Fußstütze an. Und zwar die sogenannte Flexfußstütze kommt ab Juni, Juli. Der Vorteil hier, oder die Idee hierbei, ist, dass ihr die Fußstütze während des Paddelns einstellen könnt, also wesentlich besser einstellen könnt. Auch einfach eingeschlauft. Befestigt man hier oben im Karabiner des Sitzes. Und auf der Gegenseite im D-Ring haben wir einen Schnellverspanner. Jetzt auch eine feste Fußstütze. Wie gesagt, lieferbar ab Juni, wird zu Kosten 19,29 Euro. Müssen wir noch schauen. Ist auf jeden Fall ein Teil, was man immer nachrüsten kann. So, jetzt zeige ich euch das Drainagesystem, also die sogenannten Drei-Zones. Das heißt, wenn hier Wasser reinkommt, habt ihr hier überall in der Seite Öffnungen. Das heißt, auf jeder Seite fließt bis zu 35 Liter Wasser ins Boot, ohne dass er mit dem Po im Wasser hockt. Und wenn ihr vom Paddeln zurückkommt, kann man das ganz einfach hier über die Lenzung herauslassen. Ist auch eine schöne Innovation und macht auch sehr viel Sinn. Man sitzt trocken und das Boot lässt sich ganz leicht entleeren. So, das war's mit meiner Produktvorstellung vom neuen AirTrek 465. Ich hoffe, es hat euch ein wenig geholfen. Wie gesagt, nochmal zusammengefasst, ihr habt ein super vielseitiges Boot, sehr leicht, 20 Kilo, vollwertig für die Familie. Sie können solo paddeln, zu zweit, mit Kind, Hund, habt jede Menge Platz. Das Boot ist 10 PSI, aufpumpbar. Das ist also bisher unerreicht bei Luftbooten. Das Material selbst kann über 15 PSI, ihr habt also bei Sonne nie mehr Probleme mit irgendwelchem Überdruck. Das Boot nimmt Wasser auf, ohne dass ihr halt mit dem Po im Wasser hockt. Sehr verformungsstabil, ihr könnt es stehen, paddeln dadurch. Es ist eine sehr schöne Kajakform, also keine plumpe Schlauchbootform in der herkömmlichen Art. Auch nochmal vielen Dank an den Designer und Entwickler Ernst-Fried Prade, der als Inspirateur mir immer wieder viel Freude bereitet, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und deutsches Design, made in Korea. Für 12,99 bekommt ihr sehr viel Boot mit viel Ausstattung, viel Möglichkeit. Wir geben jetzt noch das Paddelset dabei, Pumpe ist dabei. Und ich würde sagen, ihr kommt einfach vorbei nach Dorsten, probiert es selbst aus. Oder ihr sprecht Leute auf dem Wasser. Sind jetzt schon sehr viele Boote in Vorbestellung. Ich würde sagen, wir sehen uns auf dem Wasser. Habt Spaß. Bis dann. Ciao, euer Markus.